Ach ja, Pokémon Sonne und Mond. Die ersten Spiele der siebten Pokémon-Generation führten uns in die tropische Alola-Region und brachten so einige Veränderungen für das Franchise mit sich. Zum ersten Mal gab es keine Pokémon-Arenen, Herrscher-Pokémon und Z-Attacken wurden eingeführt und die faulste Mutter des gesamten Franchises, welche vermutlich bis heute noch nicht diese Kartons ausgeräumt hat. Doch die Frage, die sich wie immer stellt, ist, mit welchem Team lässt sich die Inselprüfung am besten bewerkstelligen? Mein Name ist Tim und in diesem Video möchte ich euch heute das beste Team für Pokémon Sonne und Mond vorstellen. Wie auch in den anderen Videos dieser Reihe konzentriere ich mich hierbei auf die wichtigsten Kämpfe des Spiels, in diesem Fall die Herrscher-Pokémon, die Captains, Inselkönige sowie die Rivalen, Schurkenteams, Top 4 und natürlich den Champ. Ebenso werde ich hierbei auf Zucht- und Postgame-Tutor-Attacken sowie editionsspezifische Pokémon verzichten. Also, wenn ihr bereit seid, bewertet das Video und lasst uns in die Alola-Region eintauchen. Als erstes müssen wir uns wie immer für ein Starter-Pokémon entscheiden und ich muss sagen, die Wahl fiel mir zunächst nicht ganz so leicht, denn ich finde, alle drei Starter-Pokémon aus Alola haben eine ziemlich interessante Typenkombination. Doch am Ende habe ich mich hier für Robball bzw. Primarine entschieden. Wasserfee ist einfach eine exzellente Typenkombination. Mit dieser Kombination hat es alleine schon ein gutes Matchup gegen alle vier Inselkönige. Es steht auch gegen die meisten Herrscher-Pokémon ziemlich gut da, abgesehen natürlich von Mantidea und Donarion. Neben diesen offensichtlichen Vorteilen schlägt es sich natürlich auch sehr gut gegen Talis Fuegro, Gladios Nibuna und gegen Hala von den Top 4. Mit Blick auf Primarines Statuswerte sehen wir, dass es einen wirklich ziemlich hohen Spezialangriff hat und zum Glück auch einen Movepool, der davon Gebrauch macht. Somit besteht mein Moveset für Primarine am Ende aus Siedewasser, Mondgewalt, Energieball und Eisstrahl. Siedewasser ist eine TM, die wir bereits sehr früh im Spiel bekommen können, nämlich in der Nähe des Plätscherhügels. Mondgewalt lernt es automatisch auf Level 44. Energieball finden wir als TM auf Route 8. Diese können wir erreichen, sobald wir das Machomai-Pokémobil haben. Und es ist einfach ein netter Coverage-Move gegen andere Wasser-Pokémon. Und Eisstrahl ist eine TM, die wir ganz am Ende auf dem Mount Lanakida finden. Bis dahin würde ich auf Spukball zurückgreifen. Die TM dafür finden wir auf Route 14. Primarine ist ein wirklich, wirklich guter spezieller Angreifer mit einer hervorragenden Typenkombination und einer umfassenden Coverage. Und ich denke, mit Abstand der beste Starter, den wir hier für unser Team wählen können. Ein Pokémon, das nun sehr gut in die Pflanzen- und Elektroattacken reinkommen kann, die Primarine gefährlich werden würden, ist Magnezone. Magnetido findet man tatsächlich ziemlich früh im Spiel, nämlich um genau zu sein in Hauholi City bzw. der Trainerschule. Stahltypen sind immer ziemlich gut im Team zu haben, nicht zuletzt weil sie viele Resistenzen bieten und der Elektrotyp unterstützt Primarine im Kampf gegen andere Wasser-Pokémon, wie zum Beispiel das Herrscher Lusardin. Außerdem hat Magnezone einen noch besseren Spezialangriff als Primarine und kann damit ebenfalls ordentlich draufhauen. Das einzige Problem ist, dass Magneton sich leider erst sehr spät zur Magnezone entwickelt, nämlich um genau zu sein im Canyon von Pony. In den Ultra-Editionen entwickelt sich Magneton bereits am Glühberg, das ist uns aber in den normalen Editionen von Sonne und Mond noch nicht vergönnt. Magneton ist dennoch auch bis dahin ein sehr gutes Pokémon, besonders wenn wir uns noch den Evolit in Konikoni City schnappen. Auch wenn der Spezialangriff von Magnezone noch höher ist als der von Primarine, kann man das nicht unbedingt über seinen Movepool sagen. Daher besteht das Set am Ende aus Voltwechsel, Donnerblitz, Lichtkanone und Triplette. Voltwechsel ist eine TM, die wir auf dem Hokulani-Berg finden, Donnerblitz ebenfalls eine weitere TM, die wir auf der Ebene von Pony bekommen. Bis dahin kann man aber auch sehr gut Ladungsstoß spielen, was Magneton per Level-Up erlernt. Lichtkanone erlernt es ebenfalls auf Level 33 und Triplette erlernt es automatisch, wenn sich Magnetilo zu Magneton entwickelt. Der Movepool erlaubt wie gesagt nicht wirklich viel Coverage, dadurch haben wir allerdings ein gutes Matchup gegen das eben schon angesprochene Herrscher Lusardin und auch gegen das Herrscher Mimikma, ebenso auch gegen Mylas Gesteins und Kahilis Flug-Pokémon in den Top 4, Bromlys Käfer-Pokémon, die sich an Magnezons Stahltypen die Zähne ausbeißen werden, sowie dazu noch Gladius X-Bud, Kukuis Wolverock, Vulnona und sein Waschakwil. Magnezones Typing synergiert also ziemlich gut mit Primarine zusammen und apropos gutes Typing, das führt uns jetzt zur ersten Alola-Form, die wir hier in das Team mit reinnehmen, nämlich Alola Slymog.
genau wie Magnetilo erhalten wir Slimer ziemlich früh im Spiel, um genau zu sein sogar an denselben Orten, denn Slimer finden wir sowohl in Hoholy City als auch in der Trainerschule. Und Slimer ist rein vom Typing her einfach ein absurd gutes Pokémon, dafür, dass man es so früh bekommt. Denn die Alola-Variante von Slimer und Slimog hat den Gift-Unlicht-Typen. Das bedeutet, die einzige Schwäche, die Slimog hat, ist damit eine Bodenschwäche. Zwar ist Slimog ein relativ langsames Pokémon, dafür sind seine Statuswerte ansonsten ziemlich rund, wodurch es sowohl gut austeilen als auch einstecken kann. Außerdem leuchtet Slimog wie ein Regenbogen und sorgt für gute Stimmung. Ich muss ihn in unser Team mit reinnehmen. Slimogs Moveset besteht am Ende aus Mülltreffer, Knirscher, Durchbruch und Steinhagel. Mülltreffer ist die stärkste Giftattacke, die Slimog lernen kann, und diese erlernt es dann auch schon auf Level 40. Knirscher ist wiederum ein ziemlich guter zweiter Stab, den erlernt es bereits auf Level 32. Man könnte auch Abschlag auf Slimog spielen, da Abschlag ja seit der 6. Generation deutlich stärker ist. Ich habe mich hier allerdings für Knirscher entschieden, da es sowieso kaum Gegner gibt, die im Spiel Items tragen, und dann nimmt man lieber den etwas höheren Basisschaden von Knirscher mit. Die TM für Durchbruch finden wir ebenfalls sehr früh im Spiel, nämlich in der Vegetationshöhle, was uns weitere Coverage gegen Stahl, Unlicht, Eis, Normal- und Gesteins-Pokémon gibt. Und Steinhagel ist eine TM, die wir im Meer von Mele Mele bekommen. Dafür benötigen wir vorher noch die Tohaido-Düse. Mit Slimog haben wir dann ein Pokémon, das immer gut in Geist, Unlicht, Psycho und Pflanzenattacken reinkommen kann. Außerdem hat es ein sehr gutes Matchup gegen das Mantidea-Herrscher-Pokémon. Theoretisch auch noch gegen das Radikal bzw. das Manguspector, wenn wir uns vorher noch die Durchbruch-TM in der Vegetationshöhle schnappen. Dadurch ist es auch relativ gut dabei gegen Yasus Undicht-Pokémon, wobei wir hier auf das Rockheimmann mit dem Erdbeben achten müssen. Lolas Geist-Pokémon werden ebenfalls eine schwere Zeit gegen Slimog haben, genauso wie Talis Volipurba und sein Alola Raichu. Der Unlicht-Typ tut Slimog in der Alola-Region auf jeden Fall unheimlich gut, und ich freue mich natürlich auch, eine Alola-Form in das beste Team für Sonne und Mond einbauen zu können. Eine Sache, die mir bei meinen bisherigen Playthroughs durch die Alola-Region nie so wirklich aufgefallen ist, bis ich dieses Video hier geskriptet habe, ist, wie viele gute Pokémon man eigentlich schon auf der ersten Insel auf Mele Mele bekommt. So auch nämlich unser nächstes Teammitglied, und zwar Hariyama. Kampf-Pokémon sind ideal, um durch die ganzen Normal-, Stahl- und Unlicht-Pokémon durchzubrechen, die uns auf unserer Reise erwarten. Zugegeben, gegen die meisten Unlicht-Pokémon haben wir mit Primarene natürlich schon ein sehr gutes Out, aber gegen so Sachen wie das Herrscher-Radikal, Kukuis Relaxo oder Talis Koalelu ist so ein zusätzlicher Kampftyp wirklich praktisch. Makuhita finden wir dabei bereits auf Route 2, und zu Hariyama entwickelt es sich schon auf Level 24. Generell ist Hariyama für mich eines der besten Durchspiel-Pokémon, die es gibt. Es hat nur gute Fähigkeiten mit Adrenalin und Speckschicht. Adrenalin sorgt dafür, dass es bei einer Statusveränderung mehr Schaden austeilt. Auch wenn es verbrannt ist, dann wird sein Angriff nicht halbiert, sondern erhöht. Und Speckschicht bietet ihm quasi nochmal eine zusätzliche Resistenz gegen Feuer- und Eisattacken. Außerdem hat es extrem viele KP und einen 120er Angriffsbasiswert, mit dem es ordentlich austeilen kann. Das Moveset von Hariyama besteht damit dann am Ende aus Nahkampf bzw. Durchbruch, je nachdem, was man da jetzt präferiert, Steinhagel, Protzer als Setup-Möglichkeit und Gift-Typ bzw. Abschlag. Nahkampf erlernt Hariyama auf Level 46, Durchbruch wiederum findet man, wie eben bereits gesagt, sehr früh in der Vegetationshöhle. Hier ist es so ein bisschen Geschmackssache, ob man dann die Verteidigungsdrops in Kauf nehmen möchte, die der Nahkampf mit sich bringt, oder ob man lieber auf den etwas schwächeren, dafür aber sichereren Durchbruch zurückgreifen möchte. Allgemein ist Durchbruch aber fürs Early Game sowieso wahrscheinlich mit der beste Move, den wir auf Hariyama nutzen können, da wir Nahkampf erst relativ spät erlernen. Steinhagel, wie gesagt, finden wir als TM im Meer von Mele Mele, ist außerdem eine gute Coverage gegen Flug-Pokémon. Protzer erhöht den Angriff und die Verteidigung von Hariyama, wodurch es noch stärker wird. Die TM dafür können wir in Konikoni City kaufen. Ob man hier Gift-Hieb oder Abschlag spielt, ist auch wieder Geschmackssache, je nachdem, was man lieber treffen möchte. Abschlag ist eine nette Coverage-Option gegen Psycho-Pokémon, Gift-Hieb wiederum gegen Feen-Pokémon. Abschlag lernt Makuhita auf Level 19 und die TM für Gift-Hieb finden wir auf Route 17. Da man Abschlag sehr viel früher bekommt, kann man also erst Abschlag auf Makuhita packen und wenn man möchte, das Ganze später nochmal gegen Gift-Hieb austauschen. Was wir jetzt langsam mal brauchen, wäre etwas gegen unsere doch ziemlich auffällige Bodenschwäche, daher würde ich gerne noch ein Flug-Pokémon mit in unser Team einbauen. Mein erster Gedanke hierbei war Fiyaro, da man Datiri sogar noch vor Mahos Prüfung am Vela Vulkanpark fangen kann
und wir damit auch gleich noch einen Feuertyp in unser Team einbauen dürfen. Fiyaro habe ich auch in meinem besten Team für Pokémon X und Y eingebaut. In Sonne und Mond hat es jedoch einen relativ großen Nachteil, nämlich dass wir den Attackenerlerner erst sehr, sehr spät, um genau zu sein, direkt vor der Pokémon-Liga finden und es somit leider keinen Zugriff während des Playthroughs auf seine besten Stab-Attacken bekommt. Sturzflug und Flammenblitz sind nämlich alle beide Level 1 Attacken von Fiyaro. Zugegeben, Sturzflug erlernt es auch noch einmal per Level-Up, jedoch erst auf Level 64. Ich würde Fiyaro nichtsdestotrotz auch weiterhin empfehlen, wenn ihr nicht allzu viel Zeit in die Suche nach eurem Pokémon stecken möchtet. Wenn ihr allerdings ordentlich Zeit mitgebracht habt, dann habe ich hier einen alternativen Vorschlag für euer Flug-Pokémon. Es gibt nämlich noch ein anderes Flug-Pokémon, das so absurd stark ist, was vor allem dann lächerlich wird, wenn man bedenkt, dass man es noch auf der ersten Insel fangen kann. Wisst ihr schon, was ich meine? Die Rede ist hierbei von Brutalander. Ja, ihr habt richtig gehört. Ihr könnt Kindwurm tatsächlich bereits auf Mele Mele auf Route 3 antreffen, jedoch hat es hier nur eine 1% Chance aufzutauchen, was eure Geduld also schon direkt auf die Probe stellen wird. Der Plan ist jedoch jetzt nicht, hier einfach einen Kindwurm zu fangen und das dann in mühevoller Arbeit hochzugrinden und zu entwickeln. Nein, nein, nein. Sonne und Mond hat nämlich ein sehr einzigartiges Feature eingebaut, nämlich die sogenannte Hilferufmethode oder auch das SOS-Feature. Wenn wilde Pokémon angeschlagen sind, kann es nämlich passieren, dass sie um Hilfe rufen und dann andere wilde Pokémon in dem Kampf dazustoßen. Und bei Kindwurm kann es zu einer weiteren 1% Chance passieren, dass es sich ein wildes Brutalander zur Unterstützung ruft. Und so könnt ihr tatsächlich zu Beginn des Spiels ein Brutalander auf Level 12 fangen. Aber ihr merkt, warum ich gesagt habe, ihr solltet sehr viel Zeit dafür mitbringen, denn es geht hierbei darum, dass man zwei 1% Chancen hintereinander ausnutzt. Dadurch ist es natürlich eine enorme Geduldsprobe, aber wenn ihr viel zu viel Zeit in eurem Leben habt, ich meine, wenn ihr wirklich Lust habt, einen Brutalander zu suchen, dann habt ihr sehr früh ein super starkes Pseudo-Legendary auf eurer Seite, welches mit Bedroher nicht nur eine der besten Fähigkeiten im Spiel hat, sondern auch extrem starke Attacken nur per Level-Up erlernt. Unter anderem Fliegen, Drachenklaue, Knirscher und Flammenwurf. Das wären damit die beiden Flug-Pokémon, die ich empfehlen würde. Welches ihr davon mitnimmt, ist dann eine Frage der Geduld. Was ich jetzt noch gerne einbauen würde, wäre nochmal eine Antwort gegen gegnerische Stahl- und Elektro-Pokémon und am liebsten noch ein weiteres Alola-Pokémon. Denn natürlich möchte ich hier die meiner Meinung nach besten Pokémon überhaupt einbauen, die man in den Spielen bekommen kann, aber ich finde es auch immer schön, wenn ich hier neue Pokémon der entsprechenden Generation einbauen kann. Und somit wird das letzte Pokémon in unserem Team Colossand. Colossand hat die bis dahin noch einzigartige Typenkombination Boden und Geist, kommt damit also immer gut in gegnerische Elektro-Pokémon rein und hat mit dem Geisttypen auch noch ein ziemlich gutes offensives Typing. Doch wenn man an Colossand denkt, dann wird man eventuell erstmal an seine defensiven Qualitäten denken, denn Colossand hat die einzigartige Fähigkeit Verklumpen. Das sorgt dafür, dass Colossands Verteidigungswert immer um 2 Stufen steigt, wenn es von einer Wasserattacke getroffen wird. Das ist natürlich jetzt vielleicht nicht immer unbedingt das Ziel, da es von Wasserattacken sehr effektiv getroffen wird, aber wenn man gegen physische Wasser-Pokémon wie Tektas oder Aranestro damit reinkommt, dann kann sich Colossand trotz allem gut dagegen behaupten. Colossands Vorentwicklung Sankabu finden wir auf Akala am Hanohano-Strand. Mit Colossand in unserem Team haben wir dann noch ein gutes Matchup gegen das Herrscher-Donarion, da es beide Step-Attacken davon resistiert bzw. negiert, gegen Gladius, Lucario, Myla und Hala nochmal in den Top 4 und Kukuis Magnetzone und Wolverock. Es schließt im Grunde einfach nochmal so die letzten Lücken, die unser Team bis hierhin noch hatte. Das Moveset besteht hierbei aus Erdkräfte, Spukball, Gigasauger und auf dem letzten Slot ist es so ein bisschen Geschmackssache, ob man hier Hypnose, Sandsammler oder Toxin spielt. Der Großteil seiner Attacken sind Level-Up-Attacken, so erlernt es Erdkräfte auf Level 47, Spukball auf 41 und Gigasauger auf 36. Erdkräfte und Spukball sind natürlich nützliche Stab-Attacken und Gigasauger ist einfach ein netter Coverage-Move, den Colossand automatisch lernt, wodurch es sich noch besser gegen gegnerische Wasser-Pokémon behaupten kann. Idealerweise kann man Colossand dann gegen physische Wasser-Pokémon verwenden, die dann mit einer Wasserattacke angreifen, den Verteidigungswert erhöhen, dann kriegt man einen Gigasauger raus, trifft diese Wasser-Pokémon sehr effektiv und heilt den erlittenen Schaden sogar nochmal ein bisschen weg. Das wäre zumindest das Traumszenario. Hypnose ist eine praktische Möglichkeit, gegnerische Pokémon schlafen zu schicken und Hypnose wird halt auch schon sehr früh erlernt, nämlich auf Level 27. Sandsammler ist dann ganz cool, wenn man eine Möglichkeit haben möchte, Colossand abseits von Tränken zu heilen. Außerdem heilt es im Sandsturm sogar noch mehr KP dadurch,
Allerdings erlernt es die Attacke erst auf Level 54. Ob man das also unbedingt mitnehmen möchte, ist halt so eine Frage. Toxin ist dann nochmal dafür da, um die defensiven Qualitäten von Kolossand nochmal besser auszunutzen, wenn man das denn möchte. Nicht jeder hat unbedingt die Geduld dafür, gegnerische Pokémon mit Toxin auszustallen während seines Playthroughs. Aber in manchen schwierigen Situationen kann das auch nochmal zum Sieg verhelfen. Die TM dafür finden wir im Aetherparadies. Und damit hätten wir das beste Team für die Alola-Region in Pokémon Sonne und Mond zusammengebaut. Ich muss sagen, es war wirklich interessant, dieses Team hier zusammenzustellen. Allein dadurch, dass es hier keine klassischen Arena-Leiter gibt, auf die man so achten muss. Und es war auf jeden Fall eine ziemliche Herausforderung. Wie findet ihr das Team und wie würde euer bestes Sonne- und Mond-Team aussehen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Falls ihr noch mehr von dieser Videoreihe sehen möchtet, dann schaut gerne einmal hier in die Playlist rein. Und abonniert den Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen traumhaften Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin und ciao.